Einen wunderschönen guten Tag aus meinem Atelier. Ich bin Albina Dworzis, freischaffende Künstlerin aus Hannover. Und heute wollte ich euch kurz erzählen, warum geht es auf meinem YouTube-Kanal. Meine Malschule habe ich schon seit 11 Jahren in Hannover-Kleefeld und ich bin fest daran überzeugt, jeder kann malen. Mein YouTube-Kanal habe ich so aufgebaut, dass jeder, der malen lernen wollte, könnte etwas für sich finden. Es hat sich ergeben in einem Jahr, ich habe seit einem Jahr meinen YouTube-Kanal, dass wir in zwei Richtungen grundsätzlich gehen. Das ist in erster Linie Pouring, wo ich zeige, wo wir die Farben mischen und so weiter. Und in die zweite Linie geht es um die Blumen in Aquarelltechnik. Das sind die zwei Techniken, wo die Leute sozusagen gerne meine Posting kommentieren und die Bilder teilen, und so wird es sich auch weiterentwickeln. Aber angefangen hat es so mit dieser Paprika. Die Idee war und die bleibt auch, wenn er Interesse zeigt, schreibt mir liebend gerne, Licht und Schatten, akademische Zeichnen, wie kann ich anfangen, wenn ich noch nie gemalt habe und habe plötzlich einen Künstler in mich entdeckt. So können Sie einfach in meinen Playlist finden, sozusagen Malschule für die Kinder. Dann haben wir zum Beispiel solche Bilder. Da gibt es Blumenmalen, Schritt für Schritt, Aquarelltechnik. Und dann können Sie natürlich sehen, wie wir eine Blume sozusagen transformieren können. So gleiche Blume, verschiedene Techniken, Aquarell, aber so realistisch und dann hier in Abstrakt, ja? Oder halt in gleiche Technik verschiedene Blumen malen. Ja, das finden Sie alles bei Playlist Blumenzeichen Schritt für Schritt. Dann kommt ab und zu die Frage, oh Albina, kannst du bitte zeigen, wie kann ich ein Leinwand grundieren, wie kann ich spachteln, wie kann ich ein modernes Bild machen? Sowas gibt es auch. Ja? Und das ist, wie gesagt, das große Thema, was ich mich auch weiterentwickeln würde, das ist die Faszination Pouring. Bei dem Pouring geht es daran um die richtige Technologie. Wie mische ich die Farben? Was sollte die Konsistenz sein? Und das alles finden Sie zum Beispiel unter diesem Video. Das habe ich so mit Marcel gemacht. Dann finden Sie, dann könnte man so sagen, jeder, wirklich, wirklich jeder kann solche Bilder machen, wenn die Rezeptur stimmt, wenn die Proportionen stimmen und wenn die richtige sozusagen, da muss man gucken, wie viel nehme ich Silikon und so weiter. Das ist die technische Seite, da erkläre ich das ganz genau in meinen Videos. Gibt es noch ein Thema, die mich fasziniert? Das ist Neurografik. Da finden Sie auch 10 Schritte zum Erfolg, davon sind Sie 7 schon da. Und so ist das praktisch kleine Überblick über das, was ich auf meinem Kanal anbiete. Und wenn ihr Fragen habt, liebend gerne. Ich freue mich auf eure Kommentare, auf eure Bilder. Folgen Sie mich Sie können mich auch bei Instagram und bei Facebook finden unter Dara Kunstschule. Abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal und wir wachsen dann zusammen. Und wie gesagt, jeder kann malen lernen, du auch. Da bin ich super sicher. Eure Dara.